Drei Tage Spanien, drei Tage Sonne und drei Tage Fahrspaß pur. Tausende hatten sich im Vorwege beworben, um die Gelegenheit zu bekommen, das neue spanische SUV auf Herz und Nieren zu testen. So auch Monika und Sebastian, Michael und Tobias, Matthias und Corinna. Sie sind die Gewinner der Auto- und Sportbild und dürfen in den nächsten Tagen den Seat Ateca auf eine ganz besondere Weise erleben. Fahren in der Metropole Barcelona wartet als erstes auf die Teilnehmer. Dann eine sogenannte Blindfahrt. Hier sind die Fenster des Atecas mit Sichtblenden versehen. Einzige Hilfsmittel, um durch den Parcours zu kommen, die 360 Grad Topview-Kamera sowie andere Assistenten des Spaniers. Und hierauf haben sich alle am meisten gefreut. Den spritzigen Spanier auf den Serpentin durchzogenen Landstraßen rund um Barcelona die Sporen zu geben. Das dynamische Fahrverhalten überzeugt. Ich fahre selber ja auch Seat und es war jetzt mal ein anderes Thema zu fahren, Ateca mit dem Geländewagen, vor allem auch die Fahrdynamikregelung mal auszuprobieren, auf den Strecken, die ausgesucht wurden, das zu probieren, wie verändert sich das Fahrverhalten in dem Serpentinen und war ein Traum zu fahren mit diesem Fahrzeug. Es hört sich einfach super, schnell, sportlich, spitze. Aber während der Fahrt über die Landstraßen fallen auch andere Attribute des neuen Ategas positiv auf. Wir sind jetzt vorhin auch am Rückweg, sind wir mal hinten gehockt. Wahnsinnig viel Platz für die Beine hinten draußen. Vorne auch super Sitze. Wirklich beim Fahren tolles Fahrgefühl, tolles Lenkrad. Alles wirklich qualitativ hochwertig. Also top. Für alle Teilnehmer sind die drei Tage mit dem Seat Ateca ein unvergessliches Erlebnis. Abgerundet durch ein perfektes Rahmenprogramm, das man so wohl kein zweites Mal erleben kann. Da kann man schon ein bisschen neidisch werden, muss man aber nicht. Wer auch mal bei so einem tollen Event dabei sein will, sollte regelmäßig die Autobild aufblättern oder bei www.autobild.de reinklicken und bei einem der vielen Gewinnspiele teilnehmen. Und wer weiß, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal schon selbst mit dabei.